Alter, ich hab dieses Leben langsam satt, ey. Wir kriegen überhaupt kein Geld für den Scheiß. Ja, weil wir unser Leben einfach verkackt haben, Felix. Wir haben unser Leben einfach nur verkackt, ja? Das ganze Geld versoffen und verspielt, ne? So ein Dreck hier. Ich hab keinen Bock mehr auf den Dreck, alles nicht. Für so wenig Geld hier. Ich glaube, das geht nicht mehr so lange. Na hallo, wir machen hier sauber. Nimm den Rotz hier weg. Ich glaube, mein Schwein fällt. Was ist mit dir? Ist das nicht Anthony? Ist das nicht Anthony, Mann? Das ist Anthony. Was ist mit dir los, sag mal? Naja, ich hab kein Geld mehr. Alles Sachen, Drogen, Drogen, das kostet doch alles. Junge, Junge, ey, wirklich. Was ist uns geworden? Guck, ihr uns verdient ja auch nicht mit eurem Hartz-IV-Ersatzjob. Hier, nehmt Lumpe wieder mit. Komm, macht doch nicht noch mal ein bisschen weiterarbeiten. Ja, für eure 2 Euro, ja. Wenn ihr Geld braucht, dann überfällt man den Schrank. Scheiße. Ey, sag mal, Felix, endlich hat recht. Komm mal mit, ich hab eine Idee. Echt Wahnsinn, Wahnsinn. Oh. Ey, ja, dann hau mal raus. Was hast du denn für eine Idee? Naja, ich hab so gerade über Anthony Spunner mal nachgedacht. Der hat doch gesagt, wir sollen eine Bank ausrauben. Ja, hat er. Ey, aber der hat doch recht. Guck mal, wir haben Fieber keine Sprunzen Kohle. Ja, aber überleg doch mal. Wir haben keine Kohle und so eine Bank ausrauben, das ist ratzfatz erledigt. Und wir brauchen uns nie wieder Sorgen um Geld machen. Wir können überall hin. Wir haben Kohle. Also, ich habe auch einen alten Kollegen. Der würde uns dieses ganze Material liefern, Waffen, alles, was wir brauchen. Hat er alles echt? Da. Ja. Hast du von dem die Nummer? Ich kann ihn mal sofort anrufen. Ich rufe den Mann jetzt. Ja, Sandro ist hier. Ja, ich hätte mal eine Frage hier. Wie sieht's denn aus? Hast du mal ein paar Waffen für mich? Also, ich habe mit meinen Kollegen ein bisschen was vor. Ja, nee, ich habe eher so an 3-4 Stück gedacht. Ja. Nee, pass auf, also ich habe Zeit. Also sobald du die da hast, ich komme vorbei und hol die ab. Ja. Genau, perfekt. Gut, nee, ich danke dir. Gut. Dann bis später. Ciao. Also der hat gesagt, das geht klar. Also der hat das da, ich kann das abholen. Also. Fett, also. Also, bist du dabei? Ich bin dabei. Sehr stark. Vielleicht wollen wir noch Anthony mit ins Boot holen. Was hältst du davon? Also, es wäre schon gut. Zu dritt ist immer einfacher. Ja, oder? Am besten, wir rufen Anthony jetzt dann gleich mal an, oder? Ja. Wir rufen den dann mal an. Nick mit dem Kopf, jetzt gibt es Stoff, der jeden Tempel rockt. DJ Rock, du bist sicher, dass das hier ist? Ja, eigentlich sollte Anthony schon da sein. Steht denn der? Ach, Dude. Ja, genau, das ist er. Kann man hoch, alles klar. Alter, so wie Augenfall. Musik für uns, Momentaufnahme. Abgehen oder Schnauze halten. Geben ist kein Wunder. Moin, Anthony. Anthony, wie fandest du die Idee von der ich dir erzählt habe? Das war eigentlich nur Sarkasmus, aber wenn ich Geld brauche, brauche ich Geld. Das ist einfach so. Na, pass auf, ich habe einen Plan. Ich hole mir kurz ein Stück zum Aufzeichnen. Kommt mit, ich male euch das vorne auf. Okay, Jungs, also, hier ist die Bank. So, ich komme vorne rum, ja, lege die 2 Sicherheitsleute hier vorne um, ja, und komme dann mit meinem Fluchtauto, wenn die erledigt sind, hole ich mein Fluchtauto und wir treffen uns hier vorne am Eingang. Ihr beiden, ihr kommt dann von hier hinten, ja, geht durch den Hintereingang, legt das Sicherheitspersonal um, ja, lauft dann hier hin zum Safe, ladet alles ein, was ihr tragen könnt und kommt vor zum Fluchtauto gerannt. Ja, haut das Ding in den Kofferraum und dann gib ihm. Das wird geil.
Jungs, guck mal, was ich Geiles hab, Alter. Jo, ich verteile. So Jungs, hier sind eure Waffen. Dankeschön. Ich nehme natürlich die hier. Alter! Übertreib doch nicht gleich. So, muss aber gut laufen. Jungs, was ist denn eigentlich mit unseren Gesichtern, Mann? Ja, hier. Deine? Bloß gut, dass du auch an die Massen gedacht hast. Ja. Dankeschön. Muss auch gut gehen, ne? Also, jetzt, Jungs, wir müssen von Anfang an konzentriert und vorsichtig sein. Wir haben nur diese eine Chance, ne? Seid ihr alle startklar? Magazin voll? Ja. Gut, dann können wir ja jetzt starten. So, okay, Jungs. Ey, seid ihr bereit? Wir haben nur diese eine Chance, ja? Das muss alles... Nee. Ist das dein Ernst? Ja, hallo? Ja? Ja? Ja, ja, bitte. Bitte schlag mich dafür nicht. Ich komme ja sofort. Ja. Ja, ich liebe dich, du weißt das. Sorry, Jungs. Ich muss da raus. Felix, du bleibst hier. Felix! Ey, was war das jetzt? Ey, das kann der nicht machen. Wir ziehen das Ding jetzt zu zweit durch. Ja, nee. Wir sind jetzt immer, Anthony, wir sind immer so weit gekommen jetzt. Wir haben alles geplant. Nee, das kannst du vergessen, Alter. Zu zweit, ich geh doch nicht in den Knast, Alter. Ey, Anthony, wirklich, hör auf. Nee. Uh-uh. Anthony, ey, nein. Wir werden reich. Felix ist selber schuld. Zu zweit mach ich das nicht. Ciao. Anthony. Ey, gibt's doch nicht, Mann! Lassen die mich alle alleine hier und der Idiot lässt auch noch meine Tür offen. Mann, ey. Wirklich. Was? Allgemeine Fahrzeugkontrolle. Führerschein, Fahrzeugpapiere bitte.